So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kraftfahrkonsul. Wir sind hier in meinem neuen Studio, was in Wirklichkeit gar kein neues Studio ist, sondern unser Esszimmer. Und es ist ganz gut, dass die Frau nicht da ist, weil hier, wenn ihr das sehen könntet, hier stehen jetzt überall Lampen und ein riesen Greenscreen hinter mir. Und ja, also man kommt hier gerade nicht so wirklich 3 Meter nach vorne, ohne zu stolpern. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, die anderen Videos, die habe ich immer draußen auf der Terrasse aufgenommen und es ist mir schlicht und ergreifend zu kalt. So, es ist jetzt Winter, ich weiß nicht, wann ihr euch das Video anguckt, aber es ist gerade irgendwie 0 Grad und da habe ich einfach keinen Bock draußen zu sitzen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach mal von hier drin, so viel vorneweg. Ich hatte ja angekündigt, es gibt ein paar Änderungen und das ist jetzt das erste Video, wo das quasi drin ist. So, wir sind heute hier, um über ein neues Auto zu sprechen. Immer wieder Autos, ich weiß, ich würde auch gerne mal wieder was mit Motorrädern machen, aber es ist halt, wie gesagt, es ist nicht nur kalt, sondern es ist einfach auch scheiß Wetter. Kommt alles wieder. Ich habe da ein paar Sachen in Planung, keine Sorge, es kommen auch wieder Mopeds. Jetzt ist erstmal Autozeit, so ist das nun mal. Und heute sprechen wir über den Mini Clubman One, Baujahr 2018. Das Auto haben wir gekauft vor 4 Monaten. Ungefähr, also jetzt ist eine gute Zeit, um mal zu sagen, wir ziehen jetzt mal eine kurze Zwischenbilanz. Das ist das Auto von meiner Freundin und ja, wir mussten ziemlich weit fahren, um da ein vernünftiges Modell zu finden, weil der Gebrauchtmarkt ziemlich leer gefegt ist. Wir sind da tatsächlich bis nach Saarbrücken gefahren, hier von Köln aus. Das ist schon mal eine ganze Hausnummer. Aber gut, so viel dazu. Ich glaube, es ist jetzt erstmal interessant, dass wir ein bisschen über das Auto erzählen. Also wir haben Baujahr 2008, es ist ein Mini Clubman One. Das bedeutet, wir haben einen 1,5 Liter Dreizylinder Turbo. Yeah! Irgendwas habe ich in meinem vorherigen Leben falsch gemacht, dass ich von diesen Dreizylindermotoren verfolgt werde. Ich fahre nur noch Dreizylindermotoren. Furchtbar. Egal, der Motor ist gar nicht so furchtbar. Aber okay, es ist der kleinst verfügbare Motor mit um die 100 PS und halt die Clubman-Variante mit diesen Portaltüren hinten. Das ist ja offiziell ein 6-Türer. Ich finde das ja super großartig. Ja, bevor ich jetzt hier noch ein bisschen weiter erzähle, würde ich sagen, wir fahren erstmal eine Runde. Schaut euch das Auto an und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind jetzt an Bord vom Mini Clubman One. Wir fahren jetzt einfach mal eine kleine Runde mit dem Auto und ich würde sagen, ich erzähle ein bisschen was dazu. So, los geht's. Der Mini ist das neueste Auto bei uns im Fuhrpark. Wir haben den gekauft vor ungefähr 3 Monaten. Und das war mehr oder weniger so eine Notlösung, weil eigentlich wollten wir noch ein neues Leasingfahrzeug holen, aber aufgrund der aktuellen Verfügbarkeitskrise und der Situation, dass man teilweise ein Jahr auf sein Auto warten muss, haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir eben ein Auto. Und was macht man, wenn man ein Auto kauft? Man schaut sich an, wo sind denn die Kosten am niedrigsten, was gefällt einem? Und da ist man zwangsläufig so ein bisschen beim Mini gelandet. Warum? Restwert. Der Restwert bei Mini ist überdurchschnittlich hoch. Das ist das gleiche Phänomen wie auch bei Apple oder bei vielen anderen Premium-Produkten, wo man sagt, okay, hier habe ich ein Auto, welches zwar relativ teuer ist, aber was am Ende der Strecke, wenn ich das nach 3-4 Jahren verkaufen möchte, immer noch ausreichend Restwert hat, dass man nicht zu viel Geld verbrennt. Also das Auto hier hat ungefähr 15.000 Euro gekostet, ist 2,5 Jahre alt gewesen und hat 30.000 Kilometer gelaufen. Man kann für das gleiche Geld natürlich auch ein neues Auto kaufen, ich sag mal ein Corsa oder sowas. Nur wenn man sich jetzt anguckt, was man für das Auto in 3 Jahren mit dann 100.000 Kilometern noch bekommt, dann ist der Restwert für so ein Mini deutlich höher als für ein Opel Corsa oder ein Fiesta oder sonst irgendwas in der Größe. Zumal noch dazu kommt, dass so ein Mini auch einfach mehr Spaß macht. So, und das können wir hier direkt schon mal ein bisschen anfangen. Also wir haben hier die kleinste Motorisierung. Das ist der 1,5 Liter Dreizylinder Turbo von BMW mit knapp 100, ich blende das mal ein, ich glaube 106 PS hat der. Und das ist schon, das reicht schon, damit das Auto Spaß macht. Der Wagen ist so sportlich abgestimmt,
Ich werde jetzt hier nicht den Begriff Go-Kart-Feeling in den Mund nehmen, weil den ungefähr jeder in den Mund nimmt. Ich mache es aber trotzdem, weil es einfach stimmt. Das Auto macht so einen Spaß zu fahren, weil es so agil ist, es ist so straff gefedert und ja, es ist einfach ein Fahrzeug, das pure Fahrfreude bringt. Das haben die schon wirklich gut gemacht. Wer jetzt so die ersten Minis noch kennt, so aus den Anfang der 2000er war das, glaube ich, als BMW so die ersten Minis gebaut hat. Jo, das war schon ziemlicher Mist, ne? Also das war eine Plastikwüstenei kombiniert mit schlechter Verarbeitung und irgendwelchen lahmen Chrysler-Motoren. Also das war ja wirklich furchtbar. Also ich kenne das Auto, den allerersten Mini. Mein Vater hatte sich so eingeholt. Und dem ist dann auf der Autobahn die Verkleidung der A-Säule abgeflogen oder der hat plötzlich angefangen zu brennen oder innen drin die ganze Innenraumanmutung war wirklich dürftig. Dazu dieses unsägliche Gejaule der elektronischen Servolenkung, also das war wirklich gruselig. So, die nächste Generation von Mini war dann schon ein bisschen besser. Da waren dann die Motoren von Peugeot mit drin, also die da mit Peugeot gemeinsam entwickelt wurden. Das war schon deutlich besser. Und jetzt sind wir ja in der dritten Generation und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Auto wirklich uneingeschränkt empfehlbar. So, wir wollten unbedingt ein Auto mit Automatik. Und da muss man ein bisschen aufpassen. BMW hat lange Zeit Wandlerautomaten verbaut, was ich persönlich sehr gut finde, und haben dann jetzt irgendwann 2018 umgestellt auf Doppelkupplungsgetriebe. Allerdings ist der Clubman erst später umgestellt worden. Deshalb haben wir hier jetzt noch einen Clubman aus 2018 mit Wandlergetriebe. Jetzt kann man sagen, Doppelkuppler ist doch viel schöner, das schaltet doch viel fluffiger und. Sag ich ja. Ich bin auch ein riesen Fan von Doppelkupplungsgetrieben, wenn ich die nicht besitze. Weil Doppelkupplungsgetriebe machen nun mal jede Menge Probleme oder können jede Menge Probleme machen. Und deswegen fahre ich Doppelkuppler total gerne, wenn das Auto mir nicht gehört. Und Wandlerautomaten, wenn mir das Auto gehört. Weil so ein Wandler einfach weniger Schwierigkeiten macht, weniger Probleme macht. Und das Fahrzeug genauso adäquat vorwärts bringt. Ja, also man muss da jetzt nicht denken, das ist hier so Mercedes-like. Bei dem Citroën war das so ein bisschen wie Mercedes, ne? Da ist man so gefahren und dann die Schaltzeiten haben mich ja wirklich an 190er erinnert. Das war so, also wirklich, weiß ich nicht. Vielleicht haben die noch ein paar gefunden im Mercedes-Ersatzteillager, muss man mal gucken. Hier ist das, die Automatik ist von Aisin aus Japan. Und das fährt sich wirklich wunderbar. Der Motor, ja, 3-Zylinder. Wer meine anderen Videos kennt, weiß, ich bin nicht so der Riesenfan von 3-Zylindern. Werde ich auch nicht mehr. Aber solange, also bis wir alle elektrisch fahren, wird es, glaube ich, kaum noch was anderes geben. Weil 3-Zylinder einfach auf dem Papier super effizient sind. In Wirklichkeit sind sie das natürlich genauso wenig wie alle anderen Autos auch. Also ich glaube, wir verbrauchen hier um die 7 Liter. Im klassischen Drittelmix, also das Auto wird tatsächlich, ich sag mal, 30% Autobahn, 30% Landstraße und 30-40% in der Stadt bewegt. Also es ist sehr gut vergleichbar. Und deswegen sind wir da sicherlich mit den 7 Litern ganz gut unterwegs. Finde ich, geht vielleicht auch noch weniger, aber man will ja irgendwie auch ein bisschen Spaß haben beim Fahren und deswegen, ja, wird es wohl dabei bleiben. Verarbeitungsqualität muss ich sagen, das Auto ist unfassbar gut zusammengebaut. Also hier rappelt nichts, hier klappert nichts. Wenn man jetzt im Video irgendwas rappeln oder klappern hört, dann ist das hier unser Equipment von der GoPro, was wir hier so im Auto verteilt haben. Ansonsten merkt man wirklich gar nichts. Oder hier der Halter für das Telefon. Ansonsten merkt man gar nichts. Was die Ausstattung angeht, ist das halt ein typischer BMW.
Also das bedeutet, man kann den als komplette Plain Jane bestellen. Also ich war wirklich schockiert, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass hier nicht mal ein Tempomat serienmäßig ist. Der kostet Aufpreis. Und man kann es sogar einen Speed Limiter, so wie er hier verbaut ist, der kostet auch Aufpreis. Also hier kostet eigentlich alles Aufpreis. Also dass hier keine Fensterkurbeln drin sind, ist glaube ich auch schon alles. Das Auto ist relativ spärlich ausgestattet. Wir haben hier die, das Mini-Radio Visual Boost ist hier drin. Wir haben den Tempobegrenzer mit drin. Wir haben Sitzheizung mit drin. Ich glaube, und dann war es das auch schon fast. Wir haben kein Xeon, wir haben kein, ja genau, wir haben das, stimmt, wir haben das Excitement-Paket, so nennt sich das bei BMW, sag ich schon, bei Mini. Das ist dieses LED-Gefrickel hier ums Radio rum und das Mini-Logo auf dem Bordstein. Das finde ich natürlich super wichtig, ne? Also Mini-Logo auf dem Bordstein, wenn man losfährt, großartig. So, wir sind jetzt hier im Mini Club in Mon. Das ist das Mini Boost Radio. Wir springen hier mal kurz ein bisschen durch die Navigation. Wir haben hier einmal Mini Connected. Da kann man die Mobiltelefone verwalten. Wir haben die Möglichkeit, das Menü anzupassen, was bei dem geringen Funktionsumfang nicht wirklich Sinn macht. Wir haben hier die Mitteilungen. Die mache ich jetzt mal nicht auf, damit man nicht sieht, was die Frau so an Nachrichten schreibt. Kommunikation ist, glaube ich, klar. Kontakte, letzte Rufnummer, das ist auch alles BMW, ne? Also wer ein BMW hat, der kennt, der weiß, wie das hier so funktioniert. So, dann haben wir hier Radio, da haben wir jetzt die gespeicherten Sender. Wir haben die Telefone, die hier reingepackt werden können. Dann können wir den Klang noch einstellen. Die Soundanlage ist okay für so ein Standardprodukt. So, was haben wir hier noch? Gehen wir mal wieder zurück. Dann haben wir noch Mein Mini, Fahrzeugeinstellungen und hier kann man ganz schön sehen, Fahrzeugstatus, Reifendruck und dann kann man hier noch Check Control, Motoröl, Servicebedarf. Ist alles in Ordnung, der Wagen ist gut serviciert. So, dann gehen wir jetzt hier mal eine Portion weiter runter. So, hier haben wir dann die Bedienelemente für die Klimaanlage, für die Sitzheizung, für die einzelnen Heizungseinstellungen und für die Start-Stopp- und ESP-Funktion. So, hier ist dann der Schalthebel. Auch wieder klassisch BMW, nur relativ schön ausgeformt. Ich liebe ja solche Schalthebel, ne? Ich finde es ganz schlimm, dass heutzutage nur noch so kleine Pindörpels gibt, ne? Dann ist hier der, ich sag mal, iDrive-Bedienhebel. Ja. Wie bei BMW auch, Dreh-Rückschalter, finde ich auch super. Touchscreen ist alles schön und gut, aber bis man da so hingelangt hat, finde ich so einen Dreh-Drück-Knopf eigentlich gar nicht verkehrt. Da kommt man schnell überall hin, lässt sich wunderbar bedienen. So, wir schwenken mal hier rüber. Ich gehe mal hier raus. So, da haben wir jetzt hier die Tacho-Einheit. Und hier kann man dann auch durch den Bordcomputer durchschalten, zumindest irgendwo. Ja, genau. So, 46.900 Kilometer. Wir haben Temperatur des Kühlwassers ist kalt. Dann haben wir noch eine Restreichweite von 376 und hier sind die beschriebenen 7 Liter Durchschnittsverbrauch. Also hier kann man sich so ein bisschen durch den Modus oder durch den Bordcomputer durchschalten. Ich finde es total angenehm, dass man bei Mini dazu übergegangen ist, den Tacho von der Mitte wieder hier oben drauf zu pflanzen. Es entspricht doch irgendwie eher den Sehgewohnheiten. Ja, hier ist das Lenkrad. Es ist ein, kann man das sehen? Ja, es ist ein Multifunktionslenkrad, was übrigens auch Aufpreis kostet. Und hier ist der Speedlimiter, der auch Aufpreis kostet. Also das ist wirklich, hier kostet wirklich alles Aufpreis in dem Auto. Ansonsten die Materialien. Hier ist leicht unterschäumtes Plastik, ist es nicht ganz so hart. Ein bisschen Chrom dran. Die Knöpfe für die Fensterheber ist alles sehr schön verarbeitet. Hier haben wir einen Materialmix. Es ist auch alles Standard. Also das ist keine besondere Ausstattung. Das finde ich auch toll da vorne, dass da so Mini drin steht. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann. So, und hier geht das immer weiter rund. Also man muss einfach sagen, von der Verarbeitung
ist das schon wirklich, wirklich top. Ich habe ja in einem meiner letzten Videos, hier oben ist übrigens noch, sind halt noch die Knöpfe für die Innenraumbeleuchtung, ist halt auch typisch Mini, ist wirklich schön. Ich habe ja in einem meiner letzten Videos, ich klappe das mal gerade auf. So, ich habe ja in einem meiner letzten Videos so sehr auf die Interieurqualität des VW ID.3 geschimpft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bleibe dabei. Ich bleibe einfach dabei. Also das hier ist ein Auto, was in einer ähnlichen Preiskategorie ist. Und natürlich ist das kein Elektroauto, aber auch den Mini gibt es als Elektroauto. Und das ist eine andere Welt, was die Verarbeitung angeht. Und das bei einem Mini, dass ich sowas mal sage, ist sowieso, ja, Gott schütze mich vor Sturm und Wind und Autos, die aus England sind. So, was ist die Besonderheit an dem Clubman? Also der Clubman an sich ist eigentlich ein kleiner Kombi und das macht das Ganze so einzigartig. Es gibt keine kleinen Kombis mehr. Seat Ibiza ST gab es eine ganze Zeit lang, super Auto, gibt es nicht mehr. Skoda Fabia gab es, glaube ich, auch mal als Kombi. Es gab sogar den Polo mal als Kombi. Diese ganzen Autos hat man eingestampft. Gibt es nicht mehr, kann man nicht mehr kaufen. Man kann jetzt Mini-Geländewagen kaufen. Warum auch immer. Bin ich selber gefahren, verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. Wer es fahren will, okay, mir persönlich gefällt das nicht. Aber der Clubman ist halt eine super witzige Konstruktion mit den Doppeltüren hinten. Man kann total entspannt damit einkaufen gehen. Man kann Dinge transportieren, die sonst in Mini einfach nicht reinpassen. Dazu, ich habe serienmäßig die 5 Türen oder es sind ja 6. Das heißt, ich habe hinten auch noch Türen. Anders als bei dem ersten Clubman, wo es, glaube ich, nur so eine kleine Not-Suicide-Door gab auf einer Seite. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber das ist wirklich eine Erfindung mit den Gasdruckdämpfern. Ja, das ist teuer, sowas zu konstruieren. Und das kann man wahrscheinlich auch in so einem super preissensiblen Segment, wie so bei einem, was weiß ich, bei einem Fiesta oder so, wird man sowas nicht finden. Aber trotzdem ist das eine Geschichte, die das Fahren und das Arbeiten mit dem Auto unheimlich entspannt macht, weil die Ladekante ist niedriger als bei einem Dreitürer. Ich kann einfach was auf die Rückbank stellen. Ich komme super an meine Sachen ran. Also das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir nehmen das Fahrzeug. Ja, was gibt es noch zu dem Auto zu erzählen? Ja, Fahrverhalten haben wir gesprochen, Motor haben wir drüber gesprochen. Ich glaube, das soll es jetzt an dieser Stelle erstmal gewesen sein. So, jetzt sind wir wieder da. Ich hoffe, euch hat das Auto gefallen. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was dazu erzählt, wie das fährt und ja, warum wir das Fahrzeug gekauft haben, kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen anführen. Und zwar ist das immer so eine Überlegung. Also vorher war das ja ein Leasingauto. Wer den Kanal ein bisschen verfolgt, weiß, das war ein Citroën C3. Den haben wir für 3 Jahre geleast. Der ist jetzt zurückgegangen. Und in der Theorie hätte ich auch gesagt, wir nehmen wieder ein Leasingauto. Nur ist halt die aktuelle Situation so, dass wir sehr schnell ein Auto brauchten. Und wer weiß, oder an die in der Zukunft, die dieses Video in 10 Jahren schauen. Wir haben 2022 und aktuell kann man nicht in ein Geschäft gehen zu einem Händler und sagen, ich würde gerne ein Auto kaufen. Dann sagen die, ja, können Sie gerne machen, wir liefern irgendwann. Die sagen nicht mal, wir liefern in 3, 6, 12 Monaten, sondern die sagen, wir liefern irgendwann. Wir haben Rohstoffengpässe, Chipkrise, was weiß ich, alles Mögliche. Also mussten wir ein Auto kaufen. Gebrauchte Auto kaufen ist halt immer so eine Sache. Was kauft man sich für ein Auto? Ich werde da auch nochmal ein separates Video drüber machen, aber grundsätzlich, wenn man die Kosten im Blick hat, achtet auf den Wertverlust. Achtet am meisten eigentlich auf den Wertverlust, weil das der größte Kostenposten ist bei so einem Fahrzeug überhaupt. Gar nicht mal so sehr der Verbrauch. Ja klar, wenn ich mir jetzt einen Dodge Ram hole mit einem 5,7 Liter V8 drin, sollte ich eventuell auch über den Verbrauch sprechen. Aber die meisten Autos verbrauchen eh heutzutage so um die 6-7 Liter, wenn man die vernünftig fährt, in diesem Segment. Ja, so, es geht vielleicht ein bisschen weniger, es geht vielleicht ein bisschen mehr. So Diesel darf man ja nicht mehr kaufen, weil man nicht weiß, ob man damit nächsten Monat noch in die Städte fahren darf oder nicht. Also Benziner. Und da muss man sich mal ein bisschen angucken, wie die Wertverläufe sind, wie die Wertverluste sind. Neues Auto kaufen, nee, das wird jetzt schon wieder zu, das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall haben wir
bewusst auch diesen Mini ausgesucht, weil der zum einen natürlich ziemlich hübsch ist, finde ich, zum anderen aber auch einen relativ hohen Werterhalt hat. Das heißt, wenn wir das Auto jetzt kaufen und wir fahren das jetzt irgendwie 3-4 Jahre und schauen dann, wie ist denn der Wert in 4 Jahren mit dann ungefähr 100.000 Kilometern, dann hat man so das, was man für die 4 Jahre Auto eigentlich bezahlt hat. Plus die Betriebskosten, aber die hat man ja eigentlich bei jedem anderen Auto auch. Deswegen ist es der Mini geworden. So, jetzt haben wir uns den geholt. Ich lasse das mit den technischen Daten jetzt mal weg. Da kann man sich Videos angucken von Auto, Motor und Sport oder was auch immer. Ich habe auch eben schon ein bisschen was erzählt. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu meinem neuen Highlight, weil wir haben ja nicht nur neue Lampen und einen grünen Stoff irgendwo aufgehängt, sondern es gibt jetzt auch eine Drohne. Und deswegen sage ich mal, ab geht's mit den Drohnenshots. Bis gleich. Da sind wir wieder, fertig mit den Drohnenshots. Ich finde persönlich, das Auto fährt wirklich toll. Es macht total Spaß, damit zu fahren. Es ist das komplette Gegenstück zu dem C3. Da habe ich ja gesagt, das ist sehr kutschig und das ist sehr gemütlich und das ist total entspannt. Der Mini ist dann schon eher eine andere Hausnummer. Er ist deutlich sportlicher, das Fahrwerk ist straffer, die Lenkung ist straffer, das fährt schön. Ich hätte sowas auch gern als Cooper oder als Cooper S oder als John Cooper Works. Mehr Leistung ist immer gut. Aber man hat relativ viel Platz, man hat relativ viel Kofferraum in einem einigermaßen kompakten Fahrzeug. Man fühlt sich sicher und aufgehoben und findet trotzdem noch einen Parkplatz. Das war's für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!